Ja, hallo und willkommen zu einem Unboxing. Ja, auf eine Art auch. Auf jeden Fall zu diesem interessanten Game Deal, den mein Bruder gemacht hat auf eBay. Er hat hier einige Game-Klassiker, kann man sagen, ersteigert für knapp 180 Euro. Gesamt gesehen inklusive Versand. Und die wollte ich euch einfach mal vorstellen. Aber mehr nach dem Intro. Ja, wie gesagt, ein eBay-Deal. Mein Bruder hat ein paar Auktionen mitgemacht, wo man, ich sag mal, auch ein Lot aufgekauft hat, sozusagen von einigen älteren Spielen. Und ja, das kam dann eben halt raus. Also die ganze Kiste ist voll und ich dachte, ich stelle euch die Titel jetzt einfach mal ein bisschen vor. Da ich die auch nicht so ganz kenne, teilweise manche schon, manche kann ich nur von dem, was ich sehe, beschreiben. Ich zeige es euch dann einfach. Werde ich wahrscheinlich so ein bisschen Gameplay auch nebenbei einblenden. Also lasst euch gespannt sein. Wir schauen uns dieses Spiel dann auch einfach mal richtig an. So, den Karton nehme ich nur hier runter, damit wir uns um die Games sozusagen kümmern können, wenn die hier auf dem Tisch stehen. So, und den Anfang macht schon ein Klassiker gleich hin. Die Box ist nicht mehr in so schönem Zustand, aber hier haben wir Sword of Solon und dann seht ihr, es handelt sich alles um Spiele aus den 90ern sozusagen. Das ist hier sogar für den Amiga, wir haben hier auch für den ST, also ihr merkt, das ist wirklich Retro Games. Dieses Spiel ist, zeige euch das erstmal einmal so von der Box und dann blende ich natürlich auch ein bisschen Gameplay ein. Es ist eine Art Rollenspiel, aber eben auch ein Battle-Rollenspiel. Ein bisschen anders. Man hat damals wirklich noch sehr, sehr viel experimentiert. Wir schauen uns auch das an, was so dabei liegt. Ihr seht, das ist jetzt hier auch ein bisschen im, geknickt, kann man fast so sagen. Und hier ist jetzt gar nicht so viel dabei. Hier haben wir leider nur die, den Technical Support, die Übersichtskarte und ein Handbuch, was ausgedruckt ist. Ich glaube, ich habe irgendwo noch mal eine ähnliche Fassung für eine andere Konsole gefunden. Und da haben wir dann das vollständige. Das Handbuch ist einmal ausgedruckt worden. Gibt es ja heute immer im Internet. Und aber die Original-Disketten, 3 Stück, sind dabei. Ja, also wie gesagt, das ist ein sehr schönes Game. Das ist auch so ein Klassiker. Klar, der Zustand ist nicht so schön, gebe ich ehrlich zu. Aber so ist es eben halt. Und ich weiß jetzt gar nicht, einige Spiele waren in einem Lot drin, den er gesamt aufgekauft hat. Mit und gezielt waren wohl nur ein paar Fantasy-Spiele, die mein Bruder sich gereizt hat. Ich kann jetzt hier nicht euch sagen, welches sein Reiz mehr war. Ich habe mich vergessen zu fragen vor der Videoaufzeichnung, aber egal, wir schauen uns das alles einfach ganz neutral an. Und ihr sagt mir, was ist denn ein Spiel, was euch gefallen hat oder was ihr kennt? Quatscht nachher mit mir in den Kommentaren. Wir schauen uns einfach mal diese ganzen Games an. Ich hole sie einfach so raus und guck sie mit euch an. Hier haben wir auch ein Spiel für den Amiga, ich kenne es nicht. Tarkan. Auch so ein geiles Fantasy-Bild. Ihr seht das hier. Ich zeige euch das erstmal so. Auch recht interessant. Auch so ein Side-Scrolling Fantasy-Action-Spiel. Auch hier dürfte nicht so viel sein. Ihr werdet sehen, Boxen damals in den 90ern, 80ern sind nicht nach einer Norm gepackt, nicht so wie heute die Konsolen. Und manchmal wird auch nicht viel geboten. Ihr seht jetzt hier nichts weiter als eine einfache Diskette. Diskette, das war der Vorgänger noch von der CD. Ja, und nach der CD, DVD, Blu-ray kommt es jetzt nur noch digital. Ja, also in dem Sinne, hier haben wir ein Handbuch, ganz simpel. Das Handbuch aber nicht schlecht, hier so schön. Naja gut, okay, eine schöne Frau ist das nicht, aber ich habe schon bessere Zeichnungen gesehen. Ja gut, ob es ein gutes Spiel ist, kann ich so nicht beurteilen, ist ohne es gespielt zu haben. Es ist aber seine Zeit natürlich. Es sind Zeitspiele, kann man ja so sagen. So, genau. Dann greife ich hier weiter zu. Hier haben wir, ihr seht es auch ganz unterschiedlich, auch für ein Amiga Tanglewood. In einem Plastikcase wie ein Kassettenkasten. Hier ist auch nichts weiter drin als die Diskette und die ist auch schon abgerissen. Das findet sich häufiger und leider ist es auch so, dass sehr viele
wenn man Games von Amiga und ST und Co. findet, dass diese Spiele meistens ohne alles kommen. Dass es wirklich die Original-Disketten sind. Die wurden aus den Boxen rausgenommen, in die eigene Diskettenbox gepackt und man hat die Hüllen weggeschmissen. Die Handbücher wurden dabei seite gelegt und gingen teilweise auch verloren. Ja, gut. Hier haben wir natürlich noch weitere Sachen. Was haben wir denn hier noch? Ein schönes Spiel. Auch die Box ist hier in sehr, sehr schönen Zustand von Core Design Limited. Core sind die Macher übrigens von Tomb Raider später. Das ist noch davor gewesen. Hier haben wir, ihr seht, Torjak. Nee, Torvek. Torvek the Warrior. Das ist ein V. Torvek the Warrior. Auch hier ähnlich wie die davor. Sidescrolling. Action-Game, kann man, ja, das ist mehr so ein Action-Game, so ein Action-Adventure-Game für die damalige Zeit wohlgemerkt. Wie gesagt, ein sehr, sehr schöner Zustand. Auch hier kommt gar nicht so viel. Hier seht ihr, die Box ist gar nicht so tief, da ist so eine Pappe drin. Das war auch manchmal üblich, um das ein bisschen vorzuhalten. So, was haben wir hier drin? So eine Referenzkarte oder beziehungsweise so eine Garantiekarte gibt es ja manchmal, die lag früher dabei. Und was recht cool ist, aber das hat man so jetzt wohl einfach nur dabei gelegt, es ist so, hier haben wir erstmal die Spiele-Disketten, dass auf den alten, auch cool, schwarz und weiß, das sieht richtig cool aus, ist übrigens für den ST. Es war so ein Lot und wenn man sammelt, ich unterbreche ganz kurz diese Sache, bevor ich weiter zu dem Spiel rede. Mein Bruder und ich haben auch beschlossen, egal ob so ein ST oder Amiga ist, auch wenn wir Amiga vielleicht gespielt haben als Kind, manchmal überhaupt so eine Box zu haben, die Edition. Da ist man glücklich, das überhaupt zu haben, weil abgesehen vom ST, man spielt es ja nicht mehr auf der Original-Hardware, sondern wenn als zum Beispiel von GOG oder als Emulation, dann ist das nicht ganz so richtig. Aber ihr seht, schön, die Disketten, das sieht richtig cool aus. Was hier dabei liegt, sogar noch die Sticker. Die Sticker wurden auf die Leerdisketten, die man hat, gepackt. Hier seht ihr, das passt auch perfekt hier auf diese Fläche. Man musste nämlich zum Speichern, wurde nicht der Computer genutzt, sondern eine extra Diskette war als Speicherpunkt. Ja, so ein interner Speicher war damals noch nicht so gang gäbe wie jetzt auf der PlayStation. Ja, und auf jeden Fall, wie gesagt, hier schöne Sticker mit den Sprites. Sieht richtig cool aus. Und dann haben wir hier das Handbuch. Hier ist jetzt auch schön erklärt, eben halt ein bisschen über den Hintergrund und so weiter. Das finde ich auch immer sehr witzig. Die haben sich damals richtig viel Mühe gegeben, auch bei so einem einfachen Handbuch. Auch schon, wenn man bedenkt, hier was für schöne Zeichnungen hier reingesetzt wurden. Nicht schlecht. Wie gesagt, das Spiel kenne ich überhaupt nicht. Aber ja, hat auch seine Sache. So, dann nächstes Spiel, das kenne ich schon, das ist jetzt die ST-Version, auch ein Klassiker mittlerweile, auch kein günstiger Titel übrigens inzwischen. Spirit of Adventure, auch ein richtig cooles Artwork, auch eine schöne Box im sehr guten Zustand. Wie gesagt, die Boxen sind meist identisch gewesen, Aufkleber für ST und oder auch Deutsch, hier so komplett in Deutsch, wurden draufgeklebt, weil man hat die Boxen für alle Teile benutzt. Von Starbite, auch das ist wirklich so ein Rollenspiel. Ein richtiges RPG kann ihr sehen und der Charakter sieht sogar ein bisschen aus wie ein Christopher Lee. So, was findet sich jetzt hier an Sachen drin? Im Endeffekt nicht viel. Die Disketten fehlen nämlich, nur das Handbuch. Das wurde, glaube ich, so mitgelegt. Das Handbuch ist ein bisschen geknickt. Aber ihr seht auch dieses hier, die haben sich richtig Mühe gegeben mit den Handbüchern. Das waren noch gute alte Handbuchzeiten. Ja, ich zeige euch aber trotzdem, wie das Game aussieht. Also das... Keine Panik. Ja, so, und dann haben wir weiter ein nächstes Game. Corporation, auch von Core, also von den Tomb Raider-Machern. Das ist so ein Science-Fiction-Rollenspiel. So, mit so einem komischen Monster drauf. Auch hier, wir haben es ähnlich wie bei dem anderen. Die Box ist ähnlich aufgebaut. So, hier haben wir einmal so eine Übersicht über die Organisation, so eine Art Werbeflyer für die Firma in dem Spiel, ne, 2020, das war natürlich nicht, das Spiel ist damals in den 90ern rausgekommen, hier haben wir auch eine Referenzkarte, das steht jetzt nicht weiter, ein dickes Handbuch, hier sind aber nur Screenshots drin, wie ich so sehe,
nur so kleine Screenshots. Ansonsten recht dick. Das Handbuch eben halt Agentenhandbuch, was auch die Zeit manchmal geschuldet ist. Die Heftklammern können anfangen zu rosten, alleine nur von der Luftfeuchtigkeit, was immer manchmal sehr, sehr ärgerlich ist. Ja, ansonsten, wie gesagt, das Spiel kenne ich nicht. Ihr seht ein paar Einblendungen vom Spiel. Ist von 1990. Hier steht ein Datum. 1990 ist es erschienen. Hier haben wir auch die beiden Disketten. Auch wieder zwei verschiedene Farben. Rot und Gelb. Ja. Gut. Gucken wir an, was hier noch drin ist. Auch ein schönes Cover. Finde ich richtig geil. Erinnert mich an Herr der Ringe. The Grail. A Tailspin Adventure by Rudyard Heaton. Richtig tolles Cover. Vom Michael Deal kenne ich überhaupt nicht. Auch hier so ein bisschen comicartige Adventure-Geschichte, so wie es aussieht. Suche nach dem Heiligen Gral. Auch hier nicht viel drin in dieser Box. Ein einfaches Handbuch, oder ich weiß nicht, ob ein Handbuch da drin war. Das wundert mich eigentlich. Hier ist mehr so eine Übersichtskarte. How to load, wie man load the game, also wie man das sozusagen das Game lädt. Und zwei Disketten. Ja, kann ich nicht zu sagen, aber wie gesagt, scheinbar fehlt das Handbuch. So, was haben wir als nächstes? Auch ein Klassiker in einem sehr guten Zustand, auch wenn es für eine ST ist. Sehr schöne Kammer oder sehr schöne Hülle. Ein Klassiker, das Bild ist großartig, von Origin System, Times of Lore. Ein RPG-Klassiker der damaligen Zeit. Auch hier kommt es richtig gut. Also wie gesagt, die Hülle in sehr gutem Zustand. Hier so in einer Plastikcase. Ihr könnt sehen, verschiedene Arten von Disketten konnten eingelegt werden. Eine Diskette ist hier dabei. Was haben wir hier an Zettelage dabei? Technical Handbuch, also ein paar technische Informationen, allgemein gefasst teilweise für die ganzen Gerätschaften. Hier haben wir dann eine Registrierungskarte, so eine Art Garantiekarte. Hier, das sieht aus wie eine Karte, ihr könnt es sehen. Richtig cool, richtig cool. Die schöne Karte. Und das Handbuch, farbig bedruckt. Hier drin aber schwarz-weiß, wie man kämpft und in englischer Sprache. War auch sehr häufig so, dass die eben halt in englischer Sprache nur dabei waren. Ja, weiter geht es. Auch ein Spiel, was ich nicht kenne, aber auch richtig gut. Etwas größer die Box und es sieht ein bisschen sonnengebleicht aus. Tailspin. Könnte sein, dass das hier mit The Grail eine Fortsetzung von dem ist, weil es auch vom Micro Deal ist. Ihr seht, es ist sonnengebleichter, aber auch sehr, sehr interessant. Was haben wir hier? Hier ist ein bisschen mehr drin. Hier sehen wir eine normale Diskette, die als Speicherdispo benutzt wurde. Tailspin haben wir hier. Okay, das weiß ich nicht. Was ist Deltatronics? Fantasy Graphic Disc. Das sagt mir jetzt nichts. Tailspin, hier haben wir auf jeden Fall die Disketten zu Tailspin. Nee, das ist noch ein zweites Spiel drin. Fantasy Graphics bei Deltronic. For use with Tailspin. Das heißt, eine Art Add-on ist das gewesen. Interessant. So ein kleines, handgeschriebenes Add-on. War wohl in so einer Plastikhülle. Und ja, war zusätzlich da drin. Hier haben wir noch ein ausgedruckte, hier ist noch eine Information zu diesem Graphic Spin, diesem Deltronics Fantasy. Eine Garantiekarte. Ja, und hier ein fürs Replay 600 Bestellformular irgendwie oder was auch immer. So sieht's aus. Ja, und was wir natürlich noch hatten, ist das Handbuch von Tailspin. Ist ein Fantasy-Spiel. Ja, hier mit Grafiken drin. Wie gesagt, recht umfangreich. Sieht sie auch cool aus. Ja, das ist das. Was haben wir als nächstes? Time Bandit.
Was für ein cooles Cover, ne? Richtig cool. Schauen wir uns mal an, wie sich das öffnet. Ach, das ist ein Schuber. Das haben wir auch manchmal, dass die Dinger in Schuber gepackt waren. Und dann in solchen Boxen. Auch hier schauen wir uns alles an, mal ganz kurz. So, was haben wir denn hier alles dabei? Timebanded T-Shirts könnte ich bestellen und Poster. Hier eine Erklärung über das Logo von denen. Hm, sowas gibt es auch. Von Microtron das Logo. Timebanded, das Handbuch. Hier ist auch nur Schrift drin. Dann haben wir hier noch so eine zweimal eine Art Registrierungskarte. Guide to Cadets, ein Kadettenguide. Kann man ausklappen. Auch nur Text drin, so kurze Informationen. Mache ich jetzt nicht auf, weil es gibt nicht viel her. So, hier drinnen sind dann die Disketten. Hier ist Timebanded, Microtron. Und hier ist FOFT, Federation of Traders von Gremlin. Das sieht aber noch was ganz anderem aus. Okay. Ja, hier ist auch das ganz anderes Handbuch noch. Ja, was sich da alles findet. Ich habe es nie durchgeguckt. Mein Bruder hat es nur einmal geguckt. Also, hier haben wir das Spiel, ein anderes Spiel noch. Ja, okay. FOFT, denke ich. Ja. Federation of Free Traders von Gremlin. Interessant. Haben wir noch Spiel im Spiel. Was sich nicht alles findet. So. Zwei Spiele haben wir noch. Auch hier ein richtig geiles Cover. Kingmaker, The Quest for the Crown. Müsste auch für ST sein. Das sieht auch richtig cool aus. Auch hier. Die Disketten sind sogar in Plastik eingepackt. Zum Schutz. Was, oder wie unterschiedlich die Leute das packen. Finde ich immer wieder spannend. Und hier ist auch nur das Handbuch drin. So richtig dick. Ein bisschen aufgemacht, erklärt die Geschichte. Und das ist eben halt wichtig damals gewesen. Die Handbücher haben unheimlich viel Hintergrundmaterial erklärt. Wie die Geschichte war, worum es sich handelt. Das, was das Spiel für damalige Zeit teilweise nicht konnte, weil so viele Texte wurden nicht eingeblendet. Audiokommentare oder Audios waren auch rar oder teuer, weil es nicht immer abgespielt werden konnte. Also unterschiedliche Möglichkeiten. Handbücher waren sehr, sehr wichtig damals. Ja, so, jetzt haben wir das letzte Spiel hier. Und zwar Revenge oder Wengens war das auf Excalibur. Sowas Art. Rache. Auf von Excalibur. Ja, so ein Ritter-Rollenspiel, Fantasy-Spiel. Richtig interessant. Keine Ahnung, worum es sich geht. Auch das schauen wir uns jetzt mal kurz an. Was haben wir denn hier alles drin? Außer eine Plastiktüte, wo das wohl drin war. Hier haben wir so einen Installationshinweis. Das hier ist wieder, und das finde ich immer wieder spannend. Das macht auch immer Spaß. Eine Karte. Die Karte. Jede Menge Disketten. Und das großartige Handbuch. Auch hier, ja, viel Text. Ich glaube auch in verschiedenen Sprachen hintereinander. Ja, so sieht es aus, in Deutsch und in Englisch. Und dann auch mit Zeichnung. Ja. Und das war's dann auch schon. Das waren die Spiele, die mein Bruder in diesem Lot für 180 Euro gekauft hat. Ja, kennt ihr die Spiele? Sprecht mit mir in den Kommentaren, liken, teilen, abonnieren. Ich freue mich über jeden Dialog, den wir führen, und ich hoffe, die Spiele, ja, ihr kennt sie, ich kannte viele davon nicht. Ich habe sie jetzt erst dadurch kennengelernt, und ja, und
Wir schnacken in den Kommentaren, wie gesagt. Und ja, schreibt mir, was ihr, kennt ihr die Spiele? War es eure Kindheitsspiele? War es eure Jugendspiele? Das will ich von euch wissen. Ansonsten, ja, das war der Lott. Bis zum nächsten Mal.